Ja, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Tiny Hexe 3 und ich hoffe mal, dass ich das Mikro jetzt genauso aufhab wie in der letzten Folge, also mein Headset. Denn das ist immer so die Frage, ob ich das richtig hinkriege, aber der Ausschlag sieht zumindest schon mal ähnlich aus zu vorhin, das ist immer ein gutes Zeichen, doch manchmal gibt es dann dennoch gravierende Unterschiede, stelle ich beim Schneiden immer wieder fest und da ärgere ich mich natürlich, gell, wenn das so variiert und manchmal sieht man dann noch während des Schneidens, das ist natürlich die etwas mildere Variante oder im schlimmsten Fall später erst, dass die Lautstärke komplett falsch eingestellt ist bei dem einen Video oder zumindest sehr, sehr unterschiedlich und dadurch eine extreme Differenz zwischen zwei Folgen stattfindet, die ich so nicht mehr dulden will. Also ich möchte das schon sehr einheitlich haben, was das angeht, wenn ich schon immer mal auch Schwankungen habe in der Qualität, weil ja manche Folgen ohne Rauschen sind, manche mit, je nachdem, wo ich das Video eben aufnehmen konnte. Und deswegen ist das eigentlich schon schlimm genug. Da will ich nicht immer noch zusätzlich die anderen Sachen haben. Aber naja, wir lassen das Thema mal. Denn eigentlich möchte ich heute darauf eingehen, wie es aussieht mit dem Haus. Da habe ich mir zumindest ein paar weitere Gedanken gemacht und selbstverständlich an der einen oder anderen Stelle wenigstens was hinbekommen, aber noch nicht so viel wie gewünscht. Naja, wir fangen mal an mit hier drüben. Ich habe mich dazu entschieden, jetzt eine Mischung aus Dark Oak und Spruce Wood zu nehmen. Das ist, denke ich mal, noch am passendsten. Wir brauchen definitiv da hinten einen Kontrastfarbton, denn es passt überhaupt nicht, wenn das Spruce Wood auf die Oakwood-Stämme trifft. Das ist absolut schlimm. Sieht man ja auch hier bereits und da bin ich ebenso am Überlegen, ob ich nicht das alles noch austausche, zumindest den Fußboden. Oben ist natürlich noch eine andere Frage. Den Schritt müsste man jetzt vielleicht nicht so drastisch gehen, aber das hier gefällt mir halt nicht, diese Kombination und Alter, ey, das passiert mir viel zu oft. Auch schon im Stream vorhin hatte ich andauernd dieses Problem, aber mir fällt gerade auf, wir sind doch hier in der 1.12, aber man kann trotzdem schon hier unter den Slabs sneaken. Das Feature haben sie also hinzugefügt aus der Vanilla 1.14, aber sie kriegen es nicht hin, dass man das durchcraften kann zu normalen Brettern, ne? Da muss ich jedes Mal das extra in der Kiste einlagern. Nur weil ich mich aus Versehen verdrückt habe, das kann eigentlich nicht sein, aber egal, wir sehen auch davon mal wieder ab und betrachten weiter diese Kunst, nenne ich es jetzt mal. Ich probiere, wie sieht denn das überhaupt aus, wenn ich das so mache? Also so ganz zufrieden bin ich halt nicht, weil beide Seiten doch sehr unterschiedlich aussehen und zwar auf eine Art und Weise, die man eigentlich so nicht haben will. Wir haben es ja hier drüben mit einer sehr, ja, gerade und gleichmäßig nach unten verlaufenden Fläche zu tun und hier greift das dann eben so über in den wesentlich steileren Verlauf. Das ist doch nicht so geil. Also ich werde wahrscheinlich mir da noch einiges überlegen müssen. Gerade auch mit Blick auf die Materialien, ich meine, da oben habt ihr schon kurz gesehen, ist einfach immer noch Erde vertreten als Platzhalter. Das brauchen wir zum einen schon mal nicht und dann selbstverständlich das ganze Dach aus Fichtenholz ist jetzt auch nicht unbedingt ein Traum, aber das muss ich eh noch auf der anderen Seite sowieso planen, weil ja hier noch überhaupt nichts als komplett beschrieben werden könnte. Und Alter, ey, ich darf nicht so leichtsinnig hier rumspringen auf dem Feld, das nervt nämlich extrem, das wieder zu fixen. Ansonsten habe ich übrigens dafür gesorgt, dass wir hier nicht mehr durchfallen können. Das ist definitiv überfällig gewesen auch, weil ich so oft schon da gelandet bin und eh nicht mehr wusste, wie ich diese Leerstellen füllen soll, zwischen den Wänden sozusagen. Das ist halt leerer, ungenutzter Raum und wird es wohl immer bleiben. Und hier oben sollte ohnehin noch eine abschließende Blockreihe hin. Allerdings wird wahrscheinlich sich das Material noch ändern, denn nur Koppel ist hier auch ziemlich eintönig, wenn wir das schon daraus haben. Zudem wird wohl auch das Dach hiervon noch aus verschiedenen anderen Blockarten designt sein. Ich hatte ja in der letzten Folge darauf hingewiesen, wie ich das ungefähr einplanen will und mal wirklich auch vorankommen. Ich hoffe, das gelingt mir eventuell im nächsten Stream, den ich ja heute ebenso noch machen will, aber ich kann natürlich nichts versprechen und jetzt für die Folge muss ich wohl erstmal woanders hin und weiter farmen oder was weiß ich. Ich meine, wir haben ja theoretisch genug Baustellen und vor allem Blöcke, die wir dann auch brauchen. Ja, sicher, ey, ich wollte gerade ein bisschen gucken, wie ich gegen das Skelett ankämpfen kann und dann wird natürlich das auch noch zerstört. Ey, warum halte ich auch immer die Axt in der Hand? Das kann doch nicht wahr sein. Ich zerstöre mir noch meine komplette Umgebung damit. Ich muss die weglegen, ohne Witz.
Theoretisch sollte das Bett auch mal oben stehen, statt hier unten in der Mulde, denn da kommt man nie hin, gefühlt. So würde man sich, wenn das hier bereitstehen würde, mal nebenbei reinlegen. Nur wenn das so unscheinbar in der Ecke irgendwo ist, wo man sich erst rein verkriechen muss ewig, vor allem mit den Boots, da dauert das auch nochmal gefühlt die zehnfache Zeit und oh, der ist jetzt gerade rechtzeitig gestorben, denn ich wollte nicht nochmal von dem niedergebrannt werden. Das ist ja immer ziemlich unfreundlich, wenn die einfach in dem eigenen Haus auftauchen. Aber gerade habe ich auch, by the way, so einen kleinen Flashback an die alten Zeiten, als hier noch nichts stand, also die ganzen Wände noch nicht hochgezogen waren und ich mich gefragt habe, in welche Richtung das wohl gehen wird, und da war auch noch eine ziemlich spannende Zeit eigentlich am Start. Vor allem, weil das Projekt noch so jung war und ein unbeschriebenes Blatt sozusagen. Jetzt ist ja hier schon ein ziemlich großer Teil des Weges vorgegeben. Und ich muss eben an allen Ecken und Enden was Ordentliches draus machen, was nicht gerade unaufwendig erscheint. Genauso wie mit der Reform des Wahlrechts, mit der ich mich ja schon zur Genüge in letzter Zeit auseinandergesetzt habe in den Folgen. Das war doch mal eine interessante Überleitung, würde ich sagen. Aber kommen wir mal zum Thema, und zwar ist das echt ein bisschen grundgesetzwidrig. Um das hier auch nochmal zuzuspitzen, denn das Problem besteht noch in einem ganz anderen Punkt, den ich bisher noch gar nicht weiter ausgeführt hatte. Und zwar ist es so, dass ja nicht nur die Parteien sozusagen von vornherein benachteiligt werden durch das Entfallen der Grundmandatsklausel und das ganze Hin und Her mit der 5%-Hürde hat da ja auch noch mit reingespielt, das meine ich allerdings jetzt alles gar nicht. Sondern wir müssen uns jetzt nochmal ein spezielles Beispiel angucken, und zwar, was passiert eigentlich mit der Erststimme, wenn zwei Szenarien eintreten. Beim ersten kandidiert jemand, der nicht von der Partei nominiert wurde, als Einzelbewerber sozusagen. Das heißt, er muss die Wahlkampfkosten in dem Fall selber zahlen und kann sich nicht von der Partei irgendwo unterstützen lassen. Würde wahrscheinlich dementsprechend auch viel weiter unten auf dem Wahlzettel aufgeführt werden, aber das kann man ja dann auf den Plakaten, die eben dann selber bezahlt werden müssen, beziehungsweise Kampagnen überall öffentlich darstellen, wo der Listenplatz ist, wo man wählbar ist etc., damit die Leute einen finden. Und wenn dieser dann das ganze Direktmandat gewinnt, auf so eine Art und Weise, kann er in den Bundestag einfach einziehen. Allerdings, wenn er einer Partei angehört, beziehungsweise von dieser aufgestellt ist, das heißt, es kommt gar nicht mal drauf an, ob man Mitglied ist oder nicht, das spielt keine Rolle, sondern nur durch welche Partei man sozusagen Rückendeckung hat in dem Sinne. Und das wäre dann so, wenn die Partei den Einzug in den Bundestag nicht schafft, über die 5%-Hürde eben, das heißt, sie liegt bei, sagen wir mal, 4,6% und der Direktkandidat hat aber trotzdem gewonnen, den Wahlkreis, dann könnte er nicht einziehen. Obwohl es in einem anderen Fall schon ginge, und das ist absolut dumm, weil es liegen in dem Beispiel jetzt bei beiden Fällen ein und dasselbe Ergebnis vor, aber bei dem einen Fall fliegt er eben raus, bei dem anderen nicht, und das geht nicht. Also da hoffe ich auch, dass aus diesem Grund das Ganze wirklich nochmal komplett neu aufgerollt wird am besten und die ganzen anderen Punkte ebenso gestrichen werden, die ich ja schon kritisiert habe, mit Verlängerung der Wahlperiode etc., was ja nun alles irgendwie gar nicht geht, aber das ist ja eben noch nicht grundgesetzwidrig, aber hier ist es eben offensichtlich, was wiederum ein Grund wäre, warum der Bundespräsident die Unterschrift verweigern könnte für das Ganze, aber ansonsten ist es sowieso noch möglich, dass das Bundesverfassungsgericht da was gegen sagen wird. Das ist so oder so ausstehend. Ich denke, da wird definitiv was kommen. Die Frage ist nur, wann genau und wie lange sich das wieder hinzieht. Vielleicht dauert es ja so lange, dass bei der nächsten Wahl so oder so noch die alte Variante angesetzt werden muss, weil das neue noch nicht ausgehandelt werden kann bis dahin. Und die Frage ist sowieso, wie wäre es überhaupt im Fall einer Neuwahl? Also wenn das Ganze jetzt noch so auf wackeligen Beinen steht und plötzlich kommt zu einer Neuwahl, würde dann das neue Gesetz jetzt trotzdem angewendet, obwohl diese massiven Probleme bestehen? Oder wie wäre das dann? Das ist halt auch wahrscheinlich gar nicht mal so unrealistisch, dass man sich über solche Vorgänge mal Gedanken machen muss, denn es ist ja zum Beispiel auch noch ausstehend, dass in Berlin die Bundestagswahl irgendwie wiederholt wird.
Bislang war das ja nur bei der Abgeordnetenhauswahl der Fall Anfang des Jahres. Das wurde also alles geregelt, aber die andere Wahl eben nicht, die damals ebenso schiefgelaufen ist. Und keine Ahnung, wann das wiederum passieren könnte. Ich meine, es ist ja auch sinnlos, wenn die ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl oder sogar noch kürzer davor stattfindet. Da braucht man es auch nicht mehr wiederholen, ne? Es würde sich wohl nur noch dieses Jahr lohnen, wenn es jetzt im September kommt, höchstens, aber dann ist Halbzeit der Legislaturperiode und jeder spätere Termin wäre dann wohl unsinnig. Eigentlich war doch geplant, das jetzt im Mai oder so zu machen, ne? Problem war wahrscheinlich dann, dass das Bundesverfassungsgericht ja auch hierfür zuständig ist, oder Landesverfassungsgericht in dem Fall, und die haben sich wohl noch nicht einigen können. Keine Ahnung, ich habe das nicht mehr so genau im Kopf, vor allem den aktuellsten Stand dazu. Ich kannte dazu nur mal einen Zwischenstand von letztem Jahr irgendwann oder Anfang des Jahres vielleicht noch. Aber gut, ich würde sagen, bevor ich hier noch weiter rumspringe und nichts mache, gibt es ein weiteres Screenshot-Bild. Ich weiß übrigens jetzt gar nicht mehr so genau, wie lange ich parallel untätig gewesen bin. Ich hoffe, es war nicht zu nervig, dass ich hier nur von A nach B lief und nichts weiter geschehen ist. Oder habe ich nur was geschafft? Ich habe es halt echt nicht mehr so im Kopf. Natürlich ein bisschen sortiert habe ich. Das ist noch in meiner Erinnerung. Und Bäume gefällt? Nee, das war im Stream, stimmt, vorhin. Um erstmal an die Fichten zu kommen. Naja, ich würde sagen, ich mache direkt mit dem nächsten Stream weiter. Wie angekündigt in der letzten Folge möchte ich ja heute zwei Livestreams vom gleichen Projekt machen. Ich glaube, das ist auch schon mal so ähnlich gewesen in Tiny Hexit, obwohl ich dann zwischendurch noch andere Projekte hatte, oder? Obwohl das ja auch nervig gewesen sein muss, weil ich dann zweimal das Mod-Projekt starten musste. Und das tue ich mir doch nicht freiwillig unbedingt an. Zumindest nicht am gleichen Tag. Naja, das ist eben immer die Schwierigkeit, was ich auch letzte Folge wieder meinte, mit dem ganzen regelmäßigen Aufnehmen des Projekts, und dass es ja besser wäre, nur alle 2 Wochen eine Folge machen zu müssen. Das spielt da ebenso mit rein, selbstverständlich nach wie vor. Aber rollen wir jetzt nicht das Thema auch noch auf, sondern ich mache jetzt hier Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und tschüss.